Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht hier um einen Audi TT. Und diesen Audi TT, wer meinen Kanal schon lange verfolgt, ist tatsächlich bekannt, weil mit diesem Audi TT habe ich mein erstes richtiges YouTube-Video gemacht. Das ist ein Experiment. Wir schauen, was draus wird. Damals war er noch grau und gehört dem Sebastian. Der Sebastian, der war bisher hier noch nicht vor der Kamera, aber gerade ist er da. Und ja, der Sebastian ist übrigens auch der Veranstalter von dieser Veranstaltung hier. Boostbeats Burger. Auf jeden Fall, das Auto hat sich ein bisschen verändert. Willst du kurz was erzählen? Ja, also eigentlich, was heißt verändert? Ja, wir haben eine neue Farbe und wir haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir noch auf 19 Zoll unterwegs. Ja. Wir sind jetzt auf 20 Zoll gesprungen, weil es halt einfach stimmiger vom Fahrzeug ist. Haben jetzt in diesem Jahr die Radläufe auch verbreitert, damit wir jetzt... Kannst du mal ein bisschen zeigen? Also man sieht es tatsächlich gar nicht. Das war ja das Ziel. Also als Laie würde ich jetzt denken... Nein. Das ist original, denkt man so. Das sind Tatsache 1,5 fast 2 cm pro Seite breiter. Ja. Und das ist jetzt auch komplett rollbar, man glaubt es kaum. War auch das Ziel, dank Hagen, der das ja ausprobiert hat, ob das geht. Das ging ja nicht. Und ja. Ich blende die Stelle kurz ein, weil man sieht es, Leute. Ich glaube, man hat es gesehen. Ne? In der GoPro-Aufnahme hat man, glaube ich, im Rückspiegel den Schwein gesehen. Ja. Leicht. Ich blende euch das nochmal kurz ein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jetzt ist er tatsächlich luftleer und schleift nicht. Genau. Das ist schon mal gut. Genau. Dann gab es, wie gesagt, nochmal eine neue Farbe drüber. Also genau, war vorher grau. Vorher grau, jetzt haben wir den im sogenannten mehr Heinekengrün, habe ich jetzt gelernt. Heinekengrün. Wer die Story gesehen hat, ich stand hier mit meinem Heineken und habe gesehen, das ist Heinekengrün. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt im Großen und Ganzen seit der Zeit getan hat. Weil, wie gesagt, das Problem war so ein bisschen schmal unterwegs und wir haben jetzt vom Reifen her hinten und vorne halt einfach mal zugelegt, weil Hagen auch da sagte, Mensch, das ist alles ein bisschen wenig. Genau. Du bist zu mir gekommen eigentlich, weil das Auto vorhin eine ME7 hatte, nicht perfekt lief, DQ500 Getriebe, es war alles schon Turbo und wir haben das Auto umgebaut auf EMU, Freitraumübereinspritzung. Und das waren die ersten Läufe oder die ersten Firmwares, die es von ECU Master gab, mit DSG-Support. Ne, mein Auto hatte ich ja damals noch schon laufen, allerdings, das ist das erste Kundenfahrzeug, was ich betreut habe mit DSG und das Ganze ist jetzt halt 2 Jahre ziemlich genau her. Genau, 2 Jahre. Schon relativ lange. ECU Master hat ja eigentlich, ich sag mal, den Vorsprung damals gemacht, was DSG angeht und ich habe jetzt allerdings gemerkt, du hast das Auto vor ein paar Tagen geliefert schon mal. Genau. Ich habe das Auto hier reingefahren, habe es seit 2 Jahren nicht mehr angefasst, weil du bist nicht zum Service gekommen. Ja. Ich habe das Auto nicht zum Service gehabt, ich konnte gar nichts verbessern. Ich habe dann aber bemerkt, wo ich hier reingefahren habe, gerade so im Anfahren ist das sehr ruppig. Das geht auf jeden Fall sehr viel besser, weil mir ist es jetzt einfach aufgefallen, wie viel sich einfach geändert hat innerhalb von 2 Jahren an den ganzen Firmwares und Softwareständen. Das war jetzt das erste Mal, man muss es ja wirklich auch knallhart mal so sagen, das ist das erste Mal, nachdem ich das Auto bei dir abgeholt habe, dass ich eine komplette Saison durchgefahren bin. Zwei mittlerweile. Also wir hatten nie die Situation, dass ich durchfahren konnte. Ja. Es war immer irgendwas, es ist immer irgendwas kaputt gewesen. Kaputt in Anführungsstrichen, Schwierigkeiten, es gab Schwierigkeiten, teilweise auch was kaputt. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir wirklich fahren konnten und deswegen war ich froh, dass ich nicht kommen musste, ehrlich gesagt. Ja. Und ja, mir war das auch bewusst, dass das mit dem DSG da halt schon mehr passiert ist, aber die Zeit war halt noch nicht da. Ganz einfach. Ja. Und du bist trotzdem jetzt nicht hier, weil jetzt irgendwas kaputt gegangen ist? Nee. Sondern es geht eigentlich nur darum, um was zu verbessern. Richtig. Also es ist schon was kaputt. Das hat aber ja nicht mit dir zu tun. Es hat halt einfach was damit zu tun, dass wir einen Gusskrümmer fahren. Ja. Und der eigentlich, wir haben zwei Faktoren, die wirklich immer störend sind in dem Auto. Das war immer Strom, also die Batterie, die jährlich stirbt und der Krümmer, der jährlich reißt. Können wir noch mal kurz zeigen, was wir hier verbaut haben. Es hat sich nichts an der Technik verändert. Das ist so, wie ich das letzte Mal angefasst habe vor 2 Jahren. TT 3.2er mit Turbo-Aufladung, also ein R32 Turbo-Motor. Der typische Motor, den ich hier auf diesem Kanal zeige. Mir auch immer der liebste Motor tatsächlich. Hier haben wir den Turbolader relativ versteckt. Und jetzt erinnere ich mich auch gerade, wo wir leistungsmäßig das Problem hatten. Wir haben ja ab einem bestimmten Ladedruck das Problem gehabt, dass hier diese Ansaugung ist. Und wenn man jetzt hier einmal kurz reinguckt, hier unten haben wir einen 90-Grad-Bogen als Samco-Schlauch. Und wenn wir jetzt einfach mehr Ladedruck gefahren haben, war hier so ein Unterdruck,
in diesem Rohr, dass der Schlauch sich am äußeren Radius einfach eingeknickt hat. Der hat sich einfach zusammengezogen und schlagartig hatte ich keinen Ladedruck mehr. Und das ging gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Ladedruck hatten wir denn jetzt? 1,3, 1,4 irgendwie in dem Bereich, kann das sein? Ja, ich glaube, wenn überhaupt, ja. Ja. Ich glaube, 1,6 hattest du einmal angetestet und da kam dann so noch erschwerend die Benzinpumpe dazu. Genau. Und da hatten wir uns damals eigentlich schon drüber unterhalten, ob man jetzt dieses Ansaugrohr neu macht. Aber wir machen das jetzt ganz anders. Der Gusskrümmer reißt ja jährlich, wie du sagst, der ist immer undicht. Gusskrümmer raus, Rohrkrümmer bauen, einbauen, dann wird der Turbolader oben sitzen, die Ansaugung wird dann anders sein, du hast nicht mehr diesen 90-Grad-Schlauch, der sich zusammenziehen kann, und wir haben da mehrere Faktoren. Erstens können wir krümmerbedingt schon mehr Leistung fahren, weil das einfach viel besser funktioniert, Abgasgegendruck, Abgastemperatur. Wir haben dieses Ansaugrohrproblem nicht mehr. Ja. Na, es wird sehr wahrscheinlich, hoffentlich, nicht mehr reißen. Und ja, und deswegen ist das Auto hier. Eigentlich mache ich so eine Arbeiten ja gar nicht, weil ich biete keinen Werkstattbetrieb an. Aber ja, bei manchen Kunden mache ich dann eine Ausnahme. Man kann es ja auch nochmal sagen, das Auto wurde irgendwann gebaut und war halt behaftet mit etlichen Problemen. Und irgendwann war halt der Punkt, da kann ich auch viele verstehen, die sagen, wir wagen uns da nicht so ran an diese Themen. Aber Hagen war halt wirklich Tatsache der Einzige, der gesagt hat, du pass auf, ich gucke es mir an, muss man dazu sagen. Er hat erstmal gesagt, ich schaue es mir an und lass uns dann sprechen. Und er hat gesagt, Mensch, das glaube ich ist machbar. Hat auch ganz klar gesagt, Mensch, Steuergerät raus, EMU wäre da der beste Schritt. Das war von vornherein eigentlich die erste Äußerung, die kam. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, wir gehen den Weg. Und auf diesem Weg hat sich ja schon einige Fehlerquellen, haben wir ja schon feststellen können, durch den Einsatz der EMU. Muss man ja wirklich auch mal so sagen. Ja, alleine, also ich erinnere mich, Abgastemperatur hatten wir nachgepflegt. Benzindruck war ja auch ein Problem oder Benzinleitung auch. Da gab es ja wieder mehrere Faktoren, die nicht perfekt waren, die sich dadurch dann aufdecken ließen. Das ist der Stand jetzt einfach. Bevor wir jetzt anfangen, weil Basti und Lukas, der jetzt hinter der Kamera steht, sind jetzt einfach gekommen, weil ich gesagt habe, ich habe so viel zu tun, ich kann diese mechanischen Sachen ja eigentlich gar nicht anbieten. Basti, du hast angeboten, Hagen, wie sieht's aus? Wir kommen selber. Hilft es dir, wenn wir irgendwas machen hier dran? Und sage ich, ja klar, deswegen sind die beiden jetzt hier und werden nachher den Kram schon mal zerlegen, damit ich dann einfach leichtes Spiel habe und ich währenddessen einfach den anderen Kram und die anderen Fahrzeuge, die hier noch rumstehen, weiter betreuen kann. An dieser Stelle müssen wir noch mal ganz kurz was bewerben, weil du hast nicht nur die Veranstaltung Boost Beats Burger, sondern du machst jetzt dein erstes großes, richtiges Event. Ja, also wir wollen das Horizon machen. Die Idee dahinter ist halt einfach, jährlich kommt ja von, oder alle zwei Jahre kommt ja von Xbox das Forza Horizon, das Spiel. Durch Glück haben wir da den Flughafen oder den Flugplatz in Eichstätt, der da Interesse bekundet hat, und dadurch fangen wir jetzt Tatsache an, mal ein Motorsport-Event zu machen mit Drift, mit Viertelmeile, ein, zwei Stuntfahrer werden da sein. Es gibt natürlich noch das normale Treffen, Musik mit Veranstaltung bis Abend rein. Halt einfach, wie man das aus diesem Spiel kennt, der eine oder andere wird das Spiel vielleicht kennen, einfach mal versuchen, die Idee umzusetzen. Also das ist so, ja. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und der Hagen ist natürlich, hat sich da angeboten, mich zu unterstützen. Das muss man fairerweise auch sagen, das ist nicht selbstverständlich heute mehr. Die Leute wollen halt überall dabei sein, aber ja, dabei sein. Also ich bin mit Sponsor von dieser Veranstaltung. Ja. Wir müssen das einmal kurz zusammenfassen. Also es ist Flugplatz Eichstätt. Das liegt Südharz so. Ich glaube ja. Ja. Ein Stück südlich vom Harz auf jeden Fall. Was gibt es da alles? Die Leute können sich hinstellen und können zugucken, aber das wäre ja langweilig, wenn nur das wäre, weil es ist auch eine Viertelmeile-Veranstaltung. Ja. Und es ist eine Driftveranstaltung. Ja. Was gibt's noch? Wie gesagt, Stunt. Dann für Leute, die jetzt vielleicht nicht dem Thema Drift oder Viertelmeile so viel, sie können auch mit ihrem Privatauto fahren. Du hast einfach mal Interesse, das zu machen. Du hast die Möglichkeit, auch einfach mal selber zu fahren. Mit deinem eigenen Auto. Du kannst mit deinem Altersauto da auch driften? Wir haben eine Kooperation mit den Drift Toleros, nennen sich die. Und die werden den Driftbereich betreuen und man kann im Drifttaxi bei denen mitfahren. Ja. Also man kann das auch mitmachen, wenn man sich interessiert. Und es wird auch die Option geben, dass man entweder in seinem eigenen Auto mit Hilfe mal das gezeigt bekommt. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Okay.
Da können wir so viel noch nicht sagen, aber es könnte sein, dass da ein Fahrzeug steht, wo jeder, so wie du zum Beispiel, sich ans Steuer setzen kann und mit Instruktion. Oh, das ist ganz, 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 ganz für dich natürlich das richtige Thema. Also mit den Drift Toleros, schönen Gruß an Stefan, fährt übrigens auch Pulsar Turbolader in seinem Auto. Habe ich mich schon öfter unterhalten und er hat auch schon öfter gesagt, Hagen, komm mal mit auf eine Driftveranstaltung. Und bei mir ist das immer ganz, ganz gefährlich, weil ich immer sehr ambitioniert bin, in neue Motorsportbereiche mich einzufuchsen. Und das Problem ist einfach, also klar, ich habe auch mal BMWs gefahren und klar probiert man ein, zwei Sachen mal aus, ne? Aber einen richtigen Drifter, wenn ich da mal mitfahren würde, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich auch sowas haben will. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Also deswegen habe ich mich immer geweigert, aber spätestens da werde ich mal mitfahren müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Genau. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und die Idee ist auch Tatsache dahinter, was typisch ist, ist, entweder wir sind in einem Alter, wo Musik gespielt wird, die man von vor 10 Jahren kennt. Oder es ist halt diese typischen Deep House Veranstaltungen, diese Deep House Musik, die man so überall kennt. Da war der Ansatz jetzt einfach mal was anderes zu machen. Möchte ich noch nicht so viel verraten. Also ja, es wird jetzt keine 90er Jahre Party oder sowas. Es wird schon, sage ich mal, neuerer Stuff sein, aber eher sowas in Amerika läuft. Okay. Also einfach um auch ein anderes Konzept mal anzugreifen. Also ich bin da sowieso offen für alles, weil nach diesem ganzen Corona-Scheiß ist man wirklich froh. Ja. Ey, wann, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Veranstaltung war, wo es um Vierte Mal oder allgemein um Motorsport ging, wo auch eine geile Party war. Weil ich glaube, das letzte Mal, die letzte geile Party, wo ich war, war Alkersleben 2017. Das könnte auf jeden Fall geil werden. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel, nämlich wir haben ein kleines Special. Das Vierte Meile-Ticket kostet regulär 60 Euro. Genau, plus Gebühr. Was völlig fair ist, weil wir haben hier große Risiken zu tragen und Respekt nochmal an dich, weil innerhalb dieser Corona-Zeit immer noch eine neue Veranstaltung rauszubringen, mit den Grünen an der Macht halbwegs, das traut sich nicht jeder und deswegen finde ich, sollte man das unterstützen und deswegen habe ich auch sofort gesagt, dass ich dabei bin. Für die Leute, die ein Vierte Meile-Ticket haben möchten und den 60 Euro zu viel ist, habt ihr die Möglichkeit, 40 Leute, 40 genau, Tickets 40 haben wir. Tickets, genau. Wir haben 40 Tickets, die vergünstigt sind auf 40 Euro. Die könnt ihr kaufen unter dem Link, den ich euch in die Videobeschreibung packe. Ihr könnt dann einfach vergünstigt ein Vierte Mal Ticket kaufen. So, und dazu habt ihr die Möglichkeit, weil ihr unser Video schaut. Auf jeden Fall, das ist eine coole Aktion. Ja. Na, und wir sollten auf jeden Fall so eine Veranstaltung fördern, finde ich. Ich hoffe, das wird wirklich richtig voll und ich hoffe, das wird ein Erfolg, dass wir auch ein zweites Mal was davon haben. Genau. Und wer natürlich jetzt keine Vierte Meile fährt, der kann natürlich auch ein Drift-Ticket sich bestellen oder einfach als Besucher kommen. Ja. Und ich habe den Basti vorhin noch gefragt, ob wir auch den Besucher-Tickets irgendwie was begünstigen, aber er hat ein Argument gebracht und das sehe ich völlig genauso. 15 Euro für ein Besucher-Ticket ist nichts. Genau. Das brauchen wir nicht vergünstigen. Kauft euch einfach ein Besucherticket, kommt vorbei. Schaut euch alles Mögliche an, was Motorsport angeht. Es stehen ja auch ein paar schicke Autos da, die einfach nicht fahren, genau. Die einfach nur schön aussehen. Dafür genau. Gibt es auch genug Leute. Und kommt einfach vorbei, habt eine geile Party abends. Und wenn ihr da seid und ihr seht uns, sprecht uns gerne an. Basti hat wahrscheinlich richtig viel zu tun, ich vielleicht auch, aber sagt auf jeden Fall gerne Hallo und genau. Wir freuen uns. 14.05. haben wir eigentlich gesagt, wann der Termin ist? Oh! 14. Mai, ganz wichtig. Wie gesagt, kauft das Beat Rennsporttechnik-Ticket. Das ist zwar nicht groß beschrieben, aber wenn ihr es kauft, das ist ein Vierte-Meile-Ticket. Einfach kaufen, Vierte-Meile fahren, für günstig, für 40 Euro kann man nichts meckern. Nee, du fährst gleich vorwärts rein. Also fahr ich nochmal raus. Ja. Also wir fahren jetzt gleich einmal. Mach erstmal das Ding an. Du sagst ja, deine Batterie ist immer halb tot. Schauen wir mal, ob er anspringt. Nein. Die ist wirklich tot, ne? Die ist richtig tot. Ja. Ach, warte, ich hab. Okay, Abbruch an dieser Stelle. Wir können das Auto nicht umbauen. Oh. Ja, was machen wir jetzt? Hast du eine Lösung oder ist das immer so? Also, Anschieben. Sehr gute Idee. Die Lösung liegt. Okay, du hast einen eigenen Booster dabei. Ja, leider. Den man dann irgendwann kauft. Also wie gesagt, das ist halt auch so ein Thema. Ich glaube, die Batterie, also das Luftfahrwerk war halt schlecht verkabelt. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr im Winter, haben wir das jetzt erstmal umgekabelt. Jetzt funktioniert das wieder. Also, aber ich denke mal, die Batterie ist halt einfach die. Ist hin. Hatte ich damals auch schon die Probleme? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja.
Also das ist jährlich. Du hattest vielleicht Glück, dass ich gerade eine neue Batterie gekauft habe. Ich habe es auch regelmäßig bewegt tatsächlich. Ja. Ja, ja, war ja so. Das ist so. Bin das Ding jeden Tag gefahren. Und das ist halt schön Cabrio abgestimmt. Das, ich erinnere mich, dass das war. Und es war warm auch, erinnere ich mich. Ja. Ich bin öfter offen gefahren. Ja. Schön. Basti, zieh mal deine Hose hoch. So. So, schmeiß an das Ding. Ja, wie gesagt, Softwarestand ist gerade von vor 2 Jahren. Das Auto fährt relativ ruppig an. Wird auf jeden Fall besser werden, aber das machen wir erst, wenn das Auto fertig ist, weil dann muss sowieso ein Teil neu abgestimmt werden und dann wird das Auto auch hundertprozentig besser anfahren. Ach, wir brauchen ja noch gar nicht so hoch, weil ihr wollt ja erstmal schrauben. Ja. Ja. So würde ich es machen. Ja. Super. Viel Spaß beim Schrauben. Wir haben ja gesagt, dass wir vermuten, dass eventuell der Krümmer, der Abgaskrümmer hier ist. Ja. Schau mal, ob du es findest. Ja, an der Stelle. Du hast schöne Haare und hier hinten ist auch nochmal. Ja, das ist auf jeden Fall irreparabel. Brauchst du gar nicht. Also. Ach. Das ist der Schlauch, der sich immer zusammengezogen hat. Ja, was ich vorhin sagte, sitzt so auf dem Turbolader, verdichterseitig, und der drückt sich dann einfach, der ist aber auch super weich, der zieht sich dann einfach so zusammen und dann, ja, dann nichts mehr mit Ladedruck. Aber ist wirklich ölig, ne? Ja, kann entweder vom Lader kommen, müssen wir gleich mal den Lader angucken. Ah, Kugelgehäuse in Luftfilm kann es ja gar nicht sein, ne? Deswegen, sag ich ja gerade, die ist ja... ja, dann kommt das vom Lader. Wenn wir jetzt Werbung machen, werden die Lader günstiger? Nein, Spaß. Abgastemperatur sind sie gerade rausgeschraubt. 1A-Zustand natürlich. Gute Qualität diese. Also wir sind jetzt tatsächlich soweit. Die Frage ist jetzt an dich. Rücklauf. Brauchst du weiterhin. Gut. Man hat das Gefühl, du weißt, was du tust. Es wird günstig. Krümmer und Lader sind draußen. Alles dolle ölig. Ihr seht hier, der hat ja ordentlich Öl geschmissen. Genau, Flo, mach mal. Man kriegt das visuell nicht hin, aber vielleicht hört ihr das. Wir haben dolle Axialspiel. Der Lader hat es wahrscheinlich hinter sich. Basti freut sich schon, weil das war nicht geplant. Noch ein Grund mehr, weshalb deine Veranstaltung laufen muss, ne? Kauft Karten. Ja. Scheiße. Bei dem Nachbaulader würde jetzt natürlich jeder aufschreien und sagen, habe ich gewusst, dass das kaputt geht, ist ja typisch, ne? Ist halt China. Aber man sieht jetzt wieder, auch der teure Schrott kann Schrott sein. Ne? Oder von jedem Hersteller geht mal was kaputt. Da ist keiner von befreit und halt auch die teuren Sachen. Deswegen, Pulsa läuft bisher auch sehr gut und wird hier reinkommen. Dadurch, dass wir den Lader tauschen und einen neuen Krümmer bauen müssen, haben wir uns jetzt dazu entschieden, eine V-Band Verbindung zu nehmen, weil wir können uns das ja jetzt aussuchen. Wollten wir nicht aussuchen, aber jetzt können wir es. Es wird ein V-Band-Gehäuse drin reinkommen. Aber das werdet ihr dann noch früh genug sehen in einem nächsten Video. So Leute, das war's mit diesem Video. Ihr wisst Bescheid, Tickets kaufen und wenn euch das interessiert, wieder einschalten. Macht's gut, bis dann. Ciao.